Hallo und endlich wieder zurück, der NRW Boy 18 hier, und ich begrüße euch zur nächsten Folge der ABC Murder. Und wir haben im letzten Teil ja die Info bekommen, die Jagd ist eröffnet, und das finde ich ziemlich spannend, denn ich habe schon 72% des Spieles absolviert. Ich meine, was kann das für eine Jagd sein? Lang wird die nicht sein. Also die Post holen, genau, wir holen die Post. Also, ad hoc. Da, oh. Moment. Nee, okay. Hol die Post. 3 Briefe. Das Geile ist, warum ist immer alles... Warum müssen wir immer alles umdrehen? Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try. Try again. We've a long way to go still. Typewriter? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long, ABC. 11th. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Ach, Herr Kuh, ich sehe doch jetzt schon, dass es der gleiche ist. Und was ist mit den anderen beiden Briefen? Also, Moment. Was it war is das? Not the right time. No. Sie haben neu... Ja. Dass das derselbe ist, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Also, normalerweise müsste er selber auf die Idee kommen. Überlegung. Bien, vergleichen wir diesen neuen Brief mit dem zweiten. Wo ist er denn? Ach, da. So, Let us examine this more closely. Closely, ja, das I ist ja wohl logisch. Certain characters in the toilet. Da. Da. Yes, this eye is weird. Right. Let us compare this with the other letter. Man sieht es doch, Herr Kühl. Man sieht es doch. Yes. The eye characters in the two letters do indeed have the same defects. So. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Was ist das A? Will er das A wieder haben, weil es schräg ist? Yes. The A appears to be quite unusual. Ja. Will er, weil er so ein bisschen versetzt right. steht. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Moment, was ist mit dem W? Habe ich hier irgendwo ein... Da habe ich ein W. Das ist nur so zur Hälfte. The W is not printed properly. Ja, es ist, glaube ich, immer wieder der gleiche Defekt. Right. Let us compare this with the other letter. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Yep. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Yep, wussten wir. Hastings, he strikes tomorrow. Was? Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Ja, sollen wir uns nicht dahin auf den Weg machen? Yeah, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Wie begeistert. So, die verbrannten Dokumente entschlüsseln. Wo liegen sie denn? Auf dem... I'm finished with this subject. Okay. Moment. Moment, war das das? Ja, verbrannte Blätter. If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Genau, ich bin sicher, dass das das Werk des Mörders war. Der Inhalt ist wesentlich für die Ermittlungen. Nö. Ach so, ich muss sie mir... Moment, muss ich sie mir nochmal angucken, oder was? Verbrannte Dokumente. Ja, ich... Hä? Ja, was muss ich denn jetzt damit... Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die irgendwie zusammensetzen müssen oder so, aber... Hier ist ja nichts.
Okay. Hab ich hier irgendwo was, was mir helfen könnte? Was macht er da? So, how are you getting on? I'm ready to take notes. Ach Moment, das ist jetzt wieder Ego gucken, ne? Ja, ja, ich. So. Now, down to work. Aha. What of this needs putting in order a little? Ja, das ist leider immer so ein bisschen wirr manchmal. Gut, dann schau ich mir. Hallo? Ach herrje, was? Ne? Schau ich mir das hier mal an und ich würde aber nicht sagen, oder? Soll ich euch damit langweilen? Ist das jetzt ein und derselbe Brief, oder? Ach, du ahnst es nicht. Moment, soll das jetzt hier richtig sein, oder was? Ich werde das, denke ich mal, schnell vorspulen. Bis gleich. This piece should be placed here. This page is finished. That's done. Three more to go. It's so simple. This page is finished. And that's two done. It's easier than I thought. Okay, also ich glaube, es ist doch einfacher, als ich gedacht habe, wie Herr Kühl jetzt hier auch gerade sagt. Ich spule das mal nicht vor. Nachher ist es... hast gecheatet. Nein, ich habe nicht gecheatet. Es ist wirklich so einfach. Nee, das passt nicht. Oder? Doch, es passt wohl. This piece should be placed here. Na. This page is finished. Only one more. Keep going. Courage. So simple. Naja, es sieht aber nicht wirklich passend aus. This page is finished. Wie auch immer. Jetzt bin ich gespannt. All the pages are reconstructed. A dry cloth. Nein. A bottle of solvent. Oh Mann. The cloth is now soaked with solvent. Nee, ist klar. Got it. Make a note, Hastings. Make a note. Mrs. Alisasha Schaupona in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Combside. All right, but where did the person who burned them find them? Hmm. Die Räume uns lesen. Okay, habe ich die... Oder... Nee, die liegen da. Alice Asher.
Shopkeeper in Handover. Das wissen wir. Trachitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood, prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Also alle haben sowas mit der Stimme. Alexander Bonaparte Cast. War wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar. Owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic. Heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Hä? Hat er doch gerade selber gesagt. Auf den verbrannten Dokumenten steht Mrs. Ushers Name. Baxter ist an der Bahne besucht. Terry hat ein Haustier gesehen, der sich am Tag der Ermordung der Villa genähert hat. Ein Hausierer-Haustier. Am Tag der Ermordung war viel besucht. Sir Michael Clarence. Patientenakten wurden kürzlich erst gelesen. Alle Opfer haben Halsbeschwerden. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Die Frage passt da gar nicht nach hier. Ja. Die Dokumente stammen aus Dr. Claire Patientenakten. Das wissen wir. The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have salt conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D. And it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Oh, Telefon. Ans Telefon gehen. Neues Ziel, ans Telefon gehen. Das ist ja mal geil. Pierrot, nimm die Füße in die Hände. Geh ans Telefon. Das wird wahrscheinlich der Inspektor sein. Hello, Poirot. Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Wang Cheng, nach seinem Namen fragen, Dick Dudley Dunbar. Dick Dudley Dunbar. You're wrong. He's called Alexander Bonaparte Cust. Ach so, ja, ABC. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Ja, das ist doch der Typ, den wir da immer wieder zwischendurch gesehen haben. Das Black Swan Hotel in Doncaster angeben, anordnen, ganz Doncaster zu durchsuchen. Das Ginger Cat angeben, anordnen, ganz London zu durchsuchen. Ach, du ahnst es nicht. Moment, jetzt mal eins nach dem anderen. Wir haben eben die Briefe durchsucht. Dann der Typ, den wir jetzt immer wieder so zwischendurch gesehen haben. Das wird mit Sicherheit, ich meine, das ist ja auch schon so ein bisschen suggeriert worden, der Mörder sein. So, jetzt ist aber immer noch die Frage. Das Hotel. Oder er. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Es bleibt eigentlich das Hotel. An ganz, das ist Quatsch. Ginger Cat ist Quatsch und ganz London ist auch Quatsch. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Jeb ermutigen anstelle von Jeb anrufen. Klar. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. Das wird jetzt lustig. Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you?
Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? Bitte mit Cust zu sprechen, bitte mit Dunbar zu sprechen. Nee. Mit ihm. No, it is you I wish to speak with. But who is this Cust? Sagen, dass er ein Gauner ist, sagen, dass er ein Mörder ist, fragen, ob er über die Ermittlungen Bescheid weiß. A crook. A crook? He seems such a decent chap. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Yes, completely harmless. Ihn warnen, Cust ist gefährlich, die Gefahr relativieren, Cust ist nur ein Verdächtiger. Na, noch wissen wir ja nichts Genaues. We must not overestimate the danger. After all, we are not absolutely sure he is guilty. What should I do? Ihn bitten, ihn in Schach zu halten, ihn bitten, ihn im Auge zu behalten. Na, wir müssen ihn ja bei der Tat erwischen, also insofern... Watch him. If he leaves the hotel, watch where he is heading. I'll call the police in Doncaster immediately. When they arrive, keep out of the way. Oh, indeed. I shall keep out of the way. I have a bad heart, you see, and a big shot could kill me. Thank you for having warned me. Oh, klingeling, schon wieder. Hello, Poirot. We have some good news. The police in Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House. I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. A bientôt. A bientôt. Cool. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. A dentist? So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Mist. Ah, kacke. Aber da wäre es mir genauso gegangen. Ich hasse es auch, zum Zahnarzt zu gehen. To Marbury Guest House, please. Ja, dann steig ein. Herzlichen Glückwunsch, diese Trophäe gehört zu Ihrer Sammlung Katzenauge. Neues Ziel, in die Pension Morbay gehen. Lustig, dass der die ganze Zeit jetzt da stehen bleibt. Neue Trophäe, ja schön. Aber, ich kann mich hier nicht umgucken. Oh, mit der Katze. Na, scheint so. Marbury. There is a very pretty village by this name in Cheshire. Na gut. Hinein. Oh, schick. Gibt's irgendwas? It looks like I've found the real master of this house. Allerdings. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Mitja Katja. Nein, ich wollte... How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Chap told me that you might be coming. Okay. Ihr sagen, dass sie eine große Hilfe ist, sich darüber ärgern, dass sie Kartoffeln schicken. Was? Warum soll ich die jetzt angreifen? Also ich würde die jetzt... ungern. Nein, komm, wir sind erstmal freundlich. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well?
I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Kursbuch. Ihr gratulieren zu Ihrer Beobachtung. Sie fragen, warum sie von dem ABC-Kursbuch wusste. Neugierig bin ich ja schon, aber wir wollen sie erstmal bei der Stange halten. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Mann, ey, dieses verdammte Scheißtelefon, das ist den ganzen Tag ist das ruhig. Ich bin am Spielen, zack. Sie fragen, ob es Blut war, fragen, ob die wo die Flecken waren. Hallo, was da? Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Got used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always on well-on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cust rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed. It is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Dass Bexhill nicht der einzige Bordo ist. Nee, sag mal weiter. Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Nach Details zu den Zeitungen fragen, ab wann er die Zeitung gekauft hat. Na, wann wäre jetzt sehr interessant zu wissen, wegen dem Mordzeitpunkt. When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Rum. Take the key on the counter. Oh, wie nett. Die ist ja mal echt nett. Ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es erst einmal wieder gewesen sein mit Hercule Poirot und unserem Teil hier. 12 Ego-Punkte. Bis zum nächsten Mal hier im Hotel NRW bei 18. Adieu.